Ja, hallo, liebe Freunde des gepflegten Pilzefilms. Keine Ruhe mit den Pilzen, das gibt's nicht. Ja, jetzt wo Sahne regnet, muss man Löffel haben und wo Steinpilze gibt, große Pfannen. Ja, mit dabei wieder die Bottkopper Bande. Neu dabei ist der Christian. Ja, mach mal so, genau. Ja, und dann wollen wir gucken, was wir finden. Triff, triff. Ja, wir gehen wieder einen ganz anderen Weg. Jetzt mal hier hoch. Und mal gucken, wo wir landen. Hier in einem Baumstuken finde ich Stockschwämmchen. Ja, ganz wichtig ist hier unten, man kann es schlecht sehen, aber die sind geschuppt am geschuppten Stiel. Ganz hervorbare Würzpilze, ganz hervorragend. Ne, ich denke, die nehme ich mir gleich auf den Rückweg mit. Oder auch nicht, mal gucken. So, dann wollen wir mal gucken. Jetzt gehen wir mal hier so her. Ja, guck dir das an. Das könnte doch ein gutes Habitat sein. Ja, hier haben wir schon Amanita muscaria, den Fliegenpilz. Und erfahrungsgemäß gibt es, wo es die gibt, auch Steinpilze. Ja, und hier haben wir Schlumpfhausen aus Fliegenpilzen. Und hier stehen ganz viele rehbraune Lacktrichterlinge. Ja, da bricht einer durchs Gehölz. Ja, auch hier gibt es Steinpilze. Nummer one. Ja, das ist ein Fichtenblutreizker. Das erste Mal, dass ich hier welche finde. Hier ist noch ein junger. Also, die nehme ich immer gerne mit. Hier stehen Flaschenboviste. Die sind übrigens jung essbar. Sind ganz entfernt mit den Champignons der Wand, aber ganz entfernt. Ja, die gehen jetzt hier durchs Gehölze und gucken danach, nach Pilzen. Also das Habitat hier ist super. Ja, nochmal ein Fliegenpilz, aber hier sind schon die weißen Punkte weggeschwemmt. Ja, da bricht jetzt der Marco durchs Gehölz. Also hier stehen Birkenröllinge. Aber ich sehe keine weiteren Steinpilze mehr, wo das Habitat gut ist. Ja, Birkenröhrling. Der ist auch noch gut. Ja, rosa Striemen, rosa Zeichen am Hut. Das ist ein Amanita rubensis, ein Perlpilz. Den nehmen wir mit. Ja, immer wieder schön, dieses Schlumpfhausen. Ja, wenn das Essbare wären, hör mal, wäre das noch schöner. Ja, hier wächst noch ein Perlpilz. Ja, dieses komische Gebilde, das ist ein aufgeplatzter Bovist. Ja, sieht eigenartig aus, wie so ein Senftöpfchen. Ja, das ist so, wenn man so einen neuen Wald hat, wo man noch nie war, kann man Glück haben. Oder nicht, ne? Wie heißt das so schön? Man hat mal Glück, man hat mal Pech, man hat mal Gandhi. Ja, dann wollen wir mal gucken, was die keuchenden Städter hier sagen. Ja, wir sind hier mitten im Buchenbestand und da finden wir erstmal diesen alten Opa an Steinpilz. Ja, und unweit davon auch einen, den wir mitnehmen können. So. Dann zeige ich uns das Praxisexemplar mal. Ja. Ja, guck mal, schön. Okay. Ja, hier muss er ganz vorsichtig sein. Im Buchenwald sind die sehr, sehr. Ja, guck mal. So kommen wir auch zu unseren Steinpilzen. Ja. Guck mal. Mit französischem Frühstück. Ein Schneckchen. Espischnick. Ja, findet man doch noch welche, nicht? Guck mal, Pfifferlinge. Schön. Wein. Ja. Also dieses hier ist eine ganz neue Strecke. Aber ich sehe, dass wir da vorne auch kaum weiterkommen.
Da müssen wir wieder durch Käferbrache. Mal gucken, wie das geht. Ja, da vorne ist wieder eine Käferbrache. Das wird anstrengend. Mal gucken, wie wir da durchkommen. Ja, dieser Wald hier, der ist noch nicht abgeholzt worden. Vielleicht ist das noch besser durchzukommen. Da haben jetzt gerade erst angefangen zu schlagen. Hier ist auch alles kaputt, wie man sieht. Hat der Borkenkäfer gefressen. Aber so ist das nun mal hier im Sauerland. Ja, das ist die erste Flockenhexe, die ich hier finde. Heute. Ja, charakteristisch der rote Schwamm und hier der geflockte Stiel. Ja. Ja, wie gesagt, ich nehme mir heute gar keine Pilze mit. Ja, und wir kriegen alle hier die Bottropper da oben. Ja, die kennen den Wald nicht und deshalb haben die so wenig Pilz. Ja, hier stehen Knoblauchschwindlinge. Ja, ganz charakteristisch, dieser Geruch nach Knoblauch. Ja, den mal genau zeigen. Unten haben wir das Substrat. Dann hat er so einen schwarzbraunen Stiel. Ja, und dann sieht der Hut so aus. Ja, riech mal. Riechst du das? Nee. Doch. Ah, Knoblauch. Ja, richtig. Ja, hier am Ufer, da sind noch richtig alles voll mit Pfifferlingen. Sollen wir mal gucken. Also das sind echte Pfifferlinge, wie man sieht. Und große, wenn man hier das hier besieht. Und wer hat es gefunden? Ja, der Heilige Geist. Ja, hier ist alles gelb. Ja, eine schöne Stelle, ein schöner Cluster. Nee, nee, das sind alles Pfifferlinge. Ja. Ja, guck mal. Komm hier. Fly! Ja, und wenn man dann hier so guckt, hier steht das ganze Ufer voll mit Pfifferlingen. Guck dir das mal an. Hier, den ganzen Weg, da. Da freuen sie sich. Aber Pfifferlinge habe ich wirklich genug. Die Kühltruhe ist voll. Ja, dann haben wir die Sache hier zu beschließen. Nicht? Wir haben gut gefunden, die Körbe sind voll. Ja, und jetzt gucken wir mal genauer nach, was wir so gefunden haben. Ja, wir haben Steinpilze, zwar nicht so viele wie in anderen Tagen. Birkenröhrlinge, dann haben wir schöne, also Pfifferlinge haben wir auch gefunden. Ja, die müssen natürlich noch beguckt werden. Steinpilze, nicht? Dann haben wir hier Maronen haben wir und Perlpilze. Ja, hier haben wir einen Hexenröhrling. Ja, der ist auch noch schön fest. Da geht auch kaum was dran kaputt. Nicht? Auch noch ein schöner Steinpilz, wie man hier sieht. Nicht? Auch viele Pfifferlinge. Ja, und damit haben wir fertig. Nicht? Ich habe keine Pilze mitgenommen, da ich zu Hause genug habe. Ich weiß nicht mehr, wohin damit. Ja, und dann sage ich, trüff, trüff, bis zum nächsten Mal, euer Charlie. Tschö. Trüff, trüff. Tschö.